Ja, hallo meine lieben Freunde der Rohkost. Heute gibt es Bananen-Hafermüsli. Das Ganze wird jetzt ruckzuckig gemacht, besteht aus den wenigen Zutaten von eingeweichten Hafer. Das Ganze läuft 3 Tage lang, das heißt Wasser rein, 2-mal am Tag Wasser wechseln, dann wird der ganz besonders verdaulich, die wenigen schlechten Stoffe, die in der Schale drin sind, sind dann weg. Dann gibt es besten rohen Kakao. Dann haben wir noch ein paar Rosinen, Zimt für einen guten Geschmack und unsere Kokosflocken. So, und da geht's schon los. Als erstes nehmen wir den Hafer. Da haben wir in etwa 3 Esslöffel. Dann schneiden wir einfach ein Stückchen von der Banane ab, dass wir am Schluss was dazu haben, das wir noch unterrühren können, dass wir gut die Banane schmecken. Es werden feine Stücke da jetzt geschnitten. Damit lasse ich das ganz leicht zergatschen. Zacke, 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 zacke. Feine Sache. So, dann kommt dazu bei 2 Bananen 2 Teelöffel Kakao. Na, dann nehmen wir einen guten Esslöffel Rosinen. Ich gebe ganz gern ein paar Kokosflocken dazu. Kann man eventuell einweichen, wenn es nicht besonders weich sind, aber gute Qualität sollte weich sein, nicht eingeweicht werden müssen. So, und ein zweites, halt, da ist was versteckt drauf, ein zweites Löffel nur von leckerem Zimt. So, und dann geht es schon ins Mixen. So, dann wird das Ganze schon zermatscht. Oder ich weiß nicht, wie die deutschen Frühkostfreunde sagen. Ist es zu trocken, das kann sein, dann kann man nur ein kleines Stück Wasser reingeben. Sollte das schöner, cremiger Brei werden. Die Banane ist frisch gekocht, die könnte ein bisschen reifer sein, dann geht das schneller. Und wenn wir das fertig zergatscht haben, dann gibt es nochmal eine frisch geschnittene Banane, die wir dann vorsichtig unterrühren, dass man nochmal einen extra Bonus beim Beißen hat, damit die Frohkost auch wirklich froh macht. So, da. Fertig haben wir unser Bananen-Hafer-Müsli. So, das Müsli ist schon fertig. Wir kosten das gleich mal. Das Ganze als Empfehlung von mir, kleiner Löffel für kleine Bissen, dann dementsprechend kann, damit wird es gut verdaut und die Geschmacksentfaltung ist dementsprechend intensiv. Fertig!